Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Das ist zerstört worden aufgrund eines Befehls des Alliierten Kontrollrats vom Dezember 1945. Da haben alle vier Alliierten beschlossen, dass wichtige Anlagen der Nazis zu zerstören sind, damit davon nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen kann. Und die Russen haben sich daran gehalten, das dann auch zu tun. Der heißt Nachrichtenbunker Zeppelin. Über diesen Nachrichtenbunker ist die gesamte Kommunikation des Zweiten Weltkriegs abgelaufen, also jedweder Art, ob nun Telefonie oder Funksprüche oder was auch immer. Und der hat eine Netto-Nutzfläche von 14.700 Quadratmetern, also 3 Etagen. Tür bis hier hinten aufmachen, bitte.